schlafen, bitte. Danke. Oh, Level 1 Farming. Wir können jetzt eine, ne? New Crafting Basic Fertilizer. Ich glaube, das ist Dünger, oder? Von ihm bekommen wir auf den großen auch 43. Ja, okay, das sind die gleichen Preise wie beim, Dings. Beim Pier. Pier bezahlt uns genauso. Huch, Entschuldigung. Dreck auf der Brille. So. Auf geht's, ab geht's, weiter geht's. Erstmal das. Achso, die Mineralien können wir gleich mal zu Gunther bringen. Wir haben nur bisher 12 Copper Ore. Das ist mir noch nicht genug. Das können wir auch zu Gunther bringen. Gunther. Oder die zum Blacksmith. Gunther. Ah. Wir brauchen natürlich jetzt unsere Gießkanne. Und hier sind zwei Sachen nicht mitgewachsen. Das finde ich nicht schön. Bald reif sein. Ich glaube morgen. Brauchen die nicht 6 Tage? Schauen wir nicht irgendwas in 6 Tagen oder so. So. Ja, ich guck gleich nach dem Brief. Erstmal das wieder zurück und dann gucken, was die Post sagt. Ich habe gesehen, dass du die alte Mine durchsuchst. Wenn du 10 Slime-Dinger kaputt hauen kannst, dann hast du dir einen Platz in der Abenteurer-Gilde verdient. Okay. Was soll denn sonst noch alles da drin stehen? Ja. Er wollte noch den Topas haben. Ah, wir wollten noch, ja. Gucken wir mal aus, was wir die Vogelscheuche craften können. 50 Holz, 1 Kohle, das dürfen wir doch eigentlich haben. Holz, Kohle und das. Jawohl. Und nachher können wir uns auch hier... Kannst du entweder einen Holzweg machen oder einen Steinweg. Ich finde eigentlich einen Cobblestone Way, finde ich ganz nice. Oh, wir haben 181 Steine. Wenn wir hier so einen schönen Weg hätten, ist er doch... oder hier zumindest ein Weg vom Haus zum Feld. Ich weiß natürlich nicht, ob ich dann nachher das Feld umbaue. Ich weiß nicht, ob ich den Boden einfach abreißen kann, wenn ich einsetze. Da. Crafting. So runterbauen den Weg zu den Feldern. Aber das lassen wir erstmal sein. Das kommt da rein. Das kommt da wieder rein. Stellen wir die denn hin? Hier oben so als Beschützer des Feldes? Ja, ne? Schön. Wir können sogar mit der Vogelscheuche reden. Und die Vogelscheuche sagt uns, wie viele
Krähen die vertrieben hat. Das ist doch nett. Und 100 Gold dafür sogar noch. Nett. So. Ah, ich wollte mal gucken. Ich glaube nämlich, heute hat jemand Geburtstag, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Nehmen wir doch mal einen Daffodil mit und schenken das dem Herrn Bürgermeister an seinem Ehrentag heute. Oder ums Lauch. Lauch, Lauch, Lauch. Und da unten noch eine Blume. So, wo ist denn der alte Sack? Hallo. Och, Joe, den nimmst du heute mal frei. Aber ist ja auch Sonntag. Da kann man sich durchaus mal frei nehmen. Hier. Louis Birthday. Wo wohnte der denn nochmal, der Louis? Der wohnte doch hier unten. Da ist er. Gerade bei der Gartenarbeit. Hallo, alles Gute zum Geburtstag. Er ist schon seit über 20 Jahren Bürgermeister. Und niemand ist gegen ihn angetreten. Ich glaube, er macht seinen Job gut. Also er glaubt, er macht seinen Job gut. Er mag es, Bürgermeister zu sein. Und? Oh, ein Geburtstagsgeschenk. Danke dir. Gerne doch. Damit haben wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir hatten ja das, die Quest, einem Freund ein Geschenk zu machen. Und dann gucken wir mal hier Social. Der Louis, da ist ein Herz. Er mag uns. Ein bisschen. Und Sam mag uns auch, weil wir ihm irgendwann mal den Parsnip gebracht haben. Wahrscheinlich die Steckrübe oder so. Im Deutschen. Daffodil. Nein. Wir schenken ihm die. Nein, du sollst ihn nicht essen. Du sollst ihm schenken. Danke. Hey. Ein bisschen. Oh, er ist busy. Okay. Okay. So, was wollten wir machen? Genau, wir wollten zum Schmied die Dinger aufbrechen lassen. Und dann wollten wir noch zum Gunther. Hallo. Kostet auch schon wieder 75. Ah, was haben wir denn da? Ja, Goite. Schon. Earth Crystal. Und? Ein Limestone. Dann gehen wir mal zum Gunther. Hier donaten. Ein davon. Ein davon. Den hier. Einen dafür. Und hier noch einen. So. Dann gucken wir doch mal, ob Gunther uns darüber auch irgendwas sagen kann. Oder ob wir die Dinge einfach nur wirklich hinlegen. Amethyst, eine lila Variante des Quarzes. Aha. Quarz, ein klarer Kristall, oft gefunden in Höhlen und Minen. Limestone, a very common type of stone, it's not worth very much. Also normaler Stein. Celestine. Mhm. War mal aus Knochen. Erdkristall. Aha. Ergoite. Viele kleine Kristalle machen es glitzernd. Glittery. Herrlich. So. Und ich würde. Ich weiß nicht, ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Mine, oder? Sonst nichts Besseres zu tun. Wir haben, gut, wir haben 700, ne? Wir könnten uns mal noch ein bisschen was kaufen. An Seeds beim Pierre und dann könnten wir noch was pflanzen. Vielleicht diesmal ein bisschen was Hochwertigeres, wie zum Beispiel hier Dingens, ne? Willkommen bei Pierre. Hier, dickes Blumenkohl, alles braucht
12 Tage, der Blumenkohl, aber der bringt bestimmt eine Menge Geld ein. Ich würde sagen, wir pflanzen einfach mal ein paar Blumen. 10 Stück. Mal gucken, was die Blumen so einbringen. Kale. 6 Tage. Dann die Kartoffeln. Kartoffeln brauchen auch 6 Tage. Ich brauche 10. Ich glaube, ich nehme nochmal 5 Bohnen. Oh, hallo, Storno. Kann ich das noch wieder verkaufen? Ja, für die Hälfte. Das war jetzt ein ordentliches Verlustgeschäft. Egal. So. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal schnell zurück zur Farm. Pflanzen unsere 15 neuen Sachen an und dann ist eigentlich der Tag ja schon wieder so gut wie rum. Weiß ich gar nicht, ob es sich dann überhaupt noch lohnt, noch in die Mine zu gehen. Nachher ist es dann wieder Mitternacht und wir müssen ganz schnell nach Hause laufen. Schauen wir mal. So. Hier mache ich dann noch die zweite Reihe Böhnchen. Erstmal das Werkzeug holen. Das weg, das weg, das weg, das weg. Eine Reihe frei. 2, 3, 4, 5. Böhnchen, 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 Böhnchen. Hallo. Setz mal die Bohne dahin. Hallo. Warum? So. Und jetzt die 10 Blumen. Die 10 Blumen würde ich allerdings gerne woanders hinsetzen. Weil ich würde das gerne ein bisschen getrennt haben. So Gemüse und Pflanzen. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier oben. Hier haben wir ja noch ein bisschen Luft. Machen wir hier oben die Blümchen. Huch, da wollte ich jetzt keinen hinsetzen. Da. Na gut, komm. 1, 2, 3, 4 müssten das jetzt sein. 5. 2, 3, 4, 5. Und gießen. Bin ich theoretisch den Holzweg noch fertig? Nein, das muss ich einfach machen. Aber, da es ja jetzt schon 20 nach 4 ist, würde ich sagen, gehen wir nicht in die Mine, sondern erst morgen. Und stattdessen räumen wir hier noch ein bisschen auf. Ein paar Bäume fällen. Einfach ein bisschen hier mal für Ordnung sorgen. Ja, gut, das ist recht langweilig da drin. Wir räumen unser Grundstück auf. Schade, dass man sich aus diesem Fiber-Dingen hier keine Snacks oder sowas craften kann. Dann hätten wir so gut wie unendlich Energie. Das ist natürlich eine eher weniger spannende Aufgabe hier auf unserer Farm.
Battle Seed, den ersten, dann können wir jetzt endlich mal uns einen Field Snack machen. Das finde ich ziemlich super. Und wir beginnen uns exhausted zu fühlen. Dann würde ich sagen, oh, wir haben sogar 4 Maple Seeds, cool. Dann das weg. Das weg, das weg. Wobei, war nicht Sepp und Holz, oder war das Kohle und Holz? Die Fackeln. Was brauchen wir noch? Wir brauchen die noch und die noch. Dann machen wir jetzt erstmal. Oh, was haben wir hier? Improve soil quality a little, increasing your chance to grow quality crops. Mix into tilled soil. Nice! Dünger, Baby! 2 Field Snacks, mehr können wir nicht machen. Und war Wood und Sap, okay. Haben wir noch ein paar Fackeln. Dann müssen wir gucken, dass wir ein paar Saps noch finden. Beziehungsweise ein paar Bäume fällen, damit wir noch ein paar Saps abbauen. Würde ich sagen, packen wir das doch mal. Must be added before planting. Ah, okay. Dann kommt das jetzt dahin. Da kommt nämlich jetzt ein Mixed Seed rein. Und dann müssen wir nochmal Digi-Scanner holen. Oh, okay. Erstmal setze ich hier. Es werde Licht. Hätten wir noch. Sollen wir hier unten eins dran machen, so, um den Teich zu erleuchten? Könnten wir natürlich auch mitnehmen, dann ist es einem selbst nicht so dunkel. Ja, ich weiß nicht, ich setze das mal hier hin. Bisschen Licht am Teich. Aus, als hätte man eine Kartoffel angepflanzt. Schön. So. Ja. Die Field Snacks nehmen wir auf jeden Fall mit. Wie viel? Es fehlt noch dieses Horseradish. Könnte man Samen machen. Wir können ja hier Samen craften. Das ist nämlich immer ein 10er-Pack. Und wir müssen gucken, dass wir Horseradish finden. Cherry Bomb. Ah, sollen wir uns ein Lagerfeuer mal craften? Ich würde sagen, ja, oder? Braucht man dafür Kyber, Fiber, Dirt, Holz, Kohle, glaube ich. Einfach mal so ein Lagerfeuerchen. Damit wir hier so ein bisschen Romantik haben auf unserem, auf unserer Ranch. Kommt hier hinten zu den Blumen. Irgendwie. Irgendwo. Aber wohin? Dahin? Dahin? Hier unten in den Weg. Schön viel Licht. Und das kann man eigentlich die Fackeln auch ausmachen? Nein. Die Fackeln brennen also immer. Und das Campfire können wir an- und ausmachen. Wie unseren Kamin auch. Und Zeit fürs Bett.